So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen, wieder einmal am Mikrofon. Heute geht es darum, ich möchte euch ganz gerne für den Freitag einladen. Am Freitag den... Oh, was ist denn überhaupt für ein Tag? Weiß ich gar nicht. Zweite? Nee, der dritte. Der dritte, erste. findet ab 16 Uhr, circa ab 16 Uhr, unsere erste offizielle GT6 Lobby-Sitzung statt, bei der wir uns gegenseitig battlen werden im Online-Modus in Gran Turismo 6. Ja, nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben am Dienstag, am Mittwoch. Mittwoch war es heute. Ich bin total verstrahlt durch die ganzen Feiertage. Ja, bei dem kleinen Testlauf, da konnten wir schon mal ein bisschen testen, wie es funktioniert etc. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und natürlich auch mal getestet. Habt ihr ja mitgekriegt, wie es denn so funktionieren kann mit den Online-Rennen. Und am Freitag wird es Folgendes geben. Ich habe gesagt, das Reglement wird ein bisschen schwieriger. Und dann rutschen wir doch mal gerade in die Veranstaltungseinstellungen. Hier seht ihr jetzt genau, was ich eingestellt habe, und zwar folgendes: Raummodus sieht folgendermaßen aus. Es gibt Training, Qualifying und Rennen. Also Training ist dann immer so lange, ne, wie lange man halt eben in dem Raum drin ist und das Rennen noch nicht gestartet ist, oder beziehungsweise das Qualifying noch nicht gestartet ist. Dann Raumzugang ist öffentlich natürlich, wir schauen erstmal, wer alles reinkommt etc. So, dann geht's los. Renntyp ist Härtetest, ganz klar. Rennqualität mache ich mal auf Standard, weil momentan ist meine Bandbreite nicht so stark unterwegs, Typ 2, aber es sollte eigentlich funktionieren. Sprachqualität habe ich mal rausgenommen, weil in der Summe viele es einfach stört. Ansonsten werden wir im späteren Verlauf uns bei anderen Rennen, wo sich ein bisschen rauskristallisiert, wer gut unterwegs ist etc. und wir gleich so kleine Turniere machen können, werden wir dann TS benutzen und dann live parallel mit dem TS quatschen. Und ja, Strecke Deep Forest Raceway, das stimmt nicht. Rundenanzahl stimmt. Wir werden starten mit einer Strecke, nämlich mit 7 Runden. Aber ich nehme eine andere Strecke. Nicht, dass ihr jetzt schon üben könnt, wie die Bekloppten auf der Strecke. Deswegen werden wir was anderes nehmen. Dann, ja, Rennformat gemeinsam fahren ist klar. Ansonsten, das stelle ich noch ein bisschen ein im Detail. Die Strafen werden natürlich auch schwer sein. Ist ja klar, wer rempelt, hat keine Chance dran zu bleiben. Windschattenstärke ist auch interessant. Mechanischer Schaden, schwer. Sichtbarer Schaden ist ein, okay. Reifentypwechsel erforderlich aus. Lassen wir mal weg, ja. Was haben wir denn hier? Windschattenstärke. Realistisch, das ist geil. Reifenverschleiß, Treibstoffverbrauch. Ja, Verlust, Bodenhaftung, nasse Strecke, Straßenrand, alles klar. So viel erstmal drin lassen und dann geht's los, das leistungsbasierte Filtern. Ich denke mal, darauf warten viele, mit welchen Fahrzeugen sie teilnehmen dürfen. Es dürfen keine getunten Fahrzeuge teilnehmen beim ersten Rennen. Ich find's spannend. Ich find's gut, ich habe keine Ahnung. Leistungsbegrenzung, 363 habe ich hier eingestellt. Ich mach mal 361, weil ich's kann, weil ich auch noch keine Ahnung habe, was für ein Auto ich nehmen werde. Leistungsbegrenzung 110 kW, das ist nicht viel, wie ihr wisst. Mindestgewicht 600 Kilo, klar. Antrieb ist mir egal, mit was ihr ankommt. Reifen sind sportweich oder weniger, alles klar soweit. Und Lachgas ist verboten, so wie auch das Fahrzeugtuning. Das heißt, man muss sich jetzt auch ein kleines Auto zulegen und darf es dann nicht mal tunen. Und das finde ich halt herrlich. Das finde ich schön. Ich bin gespannt. Ich bin mal gespannt, was ihr bringt für Fahrzeuge, die da mitfahren können. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mir hole. Irgendwas so in die Richtung, das ist ungefähr so VW Polo oder sowas in die Richtung. Oder Peugeot 206, so in die Richtung geht das ungefähr. Also wirklich Kleinwagen, das Kleinste vom Kleinsten. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr bringt. Ich freue mich darauf, wie gesagt, Freitag ab 16 Uhr. Die Lobby-ID gibt es hier als Statusnachricht in YouTube um 16 Uhr. Und dann gibt es nochmal die Nachricht dann in, wie heißt es, in Facebook. So sieht's aus. Macht's gut, haltet die Ohren steif, ich freue mich auf euch. Wie gesagt, am Freitag, den 3. Januar geht's vorwärts. Und ja, wünsche uns schon jetzt mal viel Spaß. Mal gucken, was das draus wird. Auf jeden Fall ein cooles Event. Alles wird aufgenommen. Wenn dann die Möglichkeit da ist, lade ich es auch übers Wochenende dann direkt hoch hier auf YouTube für die, die keinen GT6 haben und gern sehen möchten, wie das ausgeht. Okay, schauen wir mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.